ganz schön cool. Bayer Leverkusen bestens gelaunt vor dem Champions-League-Auswärtsspiel in Monaco. Dabei ist Bayer im zweiten Gruppenspiel schon gefordert, nach dem verpatzten Auftakt gegen Moskau. Dass wir jetzt nach 3 oder 4 Spieltagen durch sein werden, das ist eher unwahrscheinlich. Auch, dass die anderen Mannschaften durch sein werden. Dafür ist die Gruppe, wie Sie gesagt haben, einfach sehr ausgeglichen. Muss man von Spieltag zu Spieltag gucken. Ich glaube, das wird in der Gruppe wahrscheinlich erst am letzten Spieltag alles entschieden, wer wo landet. Und das müssen uns bewusst sein. Wir müssen morgen versuchen, eine gute Leistung abzurufen. Die Monaco hat vorgelegt, die haben in Tottenham gewonnen, was auch nicht so unbedingt zu erwarten war. Aber wir sind natürlich auch ein bisschen unter Druck. Klar, wenn wir verlieren, wird's natürlich, wird die ganze Geschichte natürlich schwieriger. Verlieren verboten. Leverkusen will nach wie vor in der Königsklasse überwintern. Nach dem Last-Minute-Sieg in Mainz fliegt Bayer mit einem positiven Gefühl ab. Leverkusen erwartet in Monaco keine leichte Aufgabe. Der Tabellenzweite der Ligue 1 ist seit Wochen im Aufwind. Super stark. War der einzige Gegner aus dem letzten Topf, den ich nicht haben wollte, weil er ist wirklich eine super tolle, starke Mannschaft. Haben sie auch schon in der französischen Meisterschaft gezeigt. Da sind sie auch vorne mit dabei. Erstes Spiel gegen Tottenham gewonnen. Plan hat der Brocken, aber ist halt so. Müssen wir mit leben. Wir müssen gucken, dass wir da ein gutes Spiel abliefern und versuchen, ein gutes Ergebnis zu erzielen, dass uns so immer noch alle Chancen haben, bis zum letzten Spieltag die Gruppe zu überstehen. Sehr robuste, spielstarke Mannschaft, die es einfach versteht, jedes Spiel für sich letztendlich so zu beeinflussen, dass die Siegchancen relativ groß sind. Also wir müssen eben halt auch zeigen, dass wir da auch ein bisschen an Souveränität und Reife zugelegt haben. Kurz gesagt, so cool wie beim Abflug muss sich Bayer auch in Monaco präsentieren.